Schön, dass wir wieder hast zur so Folge hier in Minecraft und heute geht's ran, dass wir uns die Rostdauer vom Benzin bauen. Das ganze war mal ein Vorschlag und da dachte ich mir so, hey, ihr mal angucken. Das ganze ist ja so ein bisschen neu gemacht die Serie und da ist wirklich diese Rostdauer nicht wirklich eine Rostlaube. das ist wirklich High End und ich sag mal, sowas in sich im Vorgarten zu stellen, um sage ich mal, sich zu schützen, um halt auch die Welt zu retten, ist es gar nicht mal so verkehrt. Von daher Blöcke in die Hand und heute mit dem Wohnmobil. Für unser modernes Wohnmobil holen wir uns einfach mal ein paar glatte Steinstufen raus. Denn ein bisschen schwarzer Beton für die Räder, denn ein paar polierte schwarze Treppen. Dann holen wir uns noch ein paar dunkle Schilder einfach mal raus. Denn ein paar Knöpfe. Ich empfehle jetzt einfach mal diese Türkisen-Knöpfe. Dann holen wir uns noch einen Schmelzofen raus. Denn glatte rote äh, Sandsteintreppen. dann noch ein paar Steinstufen und ein bisschen Zauntor. Ich empfehle mal das Dunkle. So, allererst wollen wir den ja, Boden bauen von unserem Wohnmobil. Das heißt, wir nehmen mal unsere glatten ja, Steinstufen raus und dann will ich mir einfach mal, sage ich einfach mal, eine Länge von 14 Stufen ziehen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stufen lang. So, eine Breite haben wir hier insgesamt, würde ich mal einfach mal sagen, von 4. Und können einfach hier von unserer 4 Breite noch einmal hier nach vorne das einmal ziehen, auch wieder hier auf 14 lang. Dann würde ich sagen, dass wir die erste Reihe hier Platz, ziehen das hier mal zu und dann können wir hier, zack, den inneren Bereich komplett einmal zuziehen mit unseren Stufen. Und dann gehe ich mal von außen aus, da lasse ich jetzt hier vorne einfach mal drei Stufen Platz und setzen wir dann hier zwei hin, lassen wir dann nochmal zwei Platz und setzen wir nochmal zwei hin. Und dann sollten wir hinten noch so etwa fünf Stufen haben. Auf der anderen Seite machen wir das natürlich auch nochmal mit unseren Stufen hier, dass wir vorne drei haben, zwei Stufen, hin, zwei in der Mitte freilassen, nochmal zwei hin und fünf hinten. So, sobald wir das dann auf beiden Seiten haben, können wir jetzt einmal unsere Räder uns montieren. Auf der Vorderseite, hier bei unseren drei, die wir haben, setzen wir einmal hier ein Rad hin. Auf der Rückseite beim Fünfer lassen wir jeweils immer eine Stufe Platz und dann setzen wir wieder ein Rad hin. Machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite. Und sobald wir das Ganze haben, können wir jetzt gerne schon mal unsere Felgen einmal platzieren. Dann nehmen wir einfach unsere Knöpfe und setzen die hier an unsere Räder an. So, sobald wir das haben, können wir jetzt einmal unsere polierten schwarzen Treppen nehmen. Die möchte ich mir nur einmal vorne platzieren. So, hier einfach in der Mitte einmal rein. Und sobald wir das haben, holen wir uns einmal politisch schwarze äh, Steinstufen mal aus. Und zwar, die setzen wir mal hier in die Lücken einfach mal rein. Einfach hier so zack einmal rein und dann können wir daran gleich mal unsere Schilder platzieren. Sobald wir das natürlich hier mit unseren Schildern einmal gemacht haben, können wir auf der Vorderseite hier einfach mal unsere Schmelzöfen einmal komplett platzieren hier. Und darauf können wir dann gleich unsere glatten roten Sandsteintreppen uns einmal platzieren. Sobald wir das haben, können wir jetzt mal hier an den Seiten auf den zwei Vorderrädern nochmal unsere Stufen einmal drauf platzieren. Und auf der Rückseite setzen wir schon mal unsere Zauntore hin. So, nun geht weiter, dass wir uns mal ein bisschen hellgrauen Beton rausholen. Denn ein bisschen oranger Beton. Denn ein bisschen blauer Zement. Ja, denn noch ein paar Steinzieltreppen. Mauern davon natürlich. Dann holen wir uns so noch ein bisschen Glas raus. Ich empfehle jetzt einfach mal das schwarze Glasscheiben wie Blöcke für unser Wohnmobil. Dann holen wir uns so noch ein paar. Ja, normale Steintreppen raus. Und nochmal die polierten schwarzen Steinstufen. Die brauchen wir nochmal. Zuallererst wollen wir mal unsere Steintreppen mal verbauen. Und zwar bei den Hinterrädern. Wollen wir die einmal darüber platzieren? Und zwar insgesamt fünf Treppen. Und wir machen das einfach mal so, dass an den Ecken, die sag ich mal, hier so abgeeckt sind. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Dass wir das auch hier auf der Vorderseite auch nochmal so machen, dass die Treppen, sage ich mal, hier so, die Räder so ein bisschen. Ne? Überdecken. Machen wir natürlich noch mal auf der anderen Seite. Und sobald wir das natürlich hier auf der anderen Seite auch haben, kommen wir jetzt schon einmal dazu, unseren hellgrauen Beton einmal zu verwenden. Wir fangen auf der Vorderseite an, dass wir erstmal hier drei uns einmal platzieren. Diese Stufe lassen wir erstmal frei. Dann können wir hier wieder eine Reihe von unserem Beton einmal langziehen. Machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Wie gesagt, hier lassen wir die erste Stufe, also nach der Stufe hier einmal frei. Sobald wir das Ganze haben, würde ich sagen, machen wir noch eine zweite Schicht drauf. Einmal hier auf unseren Steinstufen können wir auch nochmal unseren Beton einmal platzieren. Und ich würde mal sagen, das Ganze machen wir auf eine zweite Höhe. Und sobald wir das haben, können wir hier vorne das gleiche nochmal wie so eine. Ja, einfach hier unten nochmal zwei erhöhen. Und nochmal hier zack, um ein. Sobald wir das Ganze soweit haben, gehen wir mal unseren orangen Beton. Können den hier noch einmal komplett überall einmal lang ziehen. Außer auf der Rückseite, da brauchen wir es nicht. Nur an den Seiten hier einfach noch einmal komplett hier unseren Beton mal langsetzen. Dann kommen wir jetzt zu unseren ja, blauen Beton. Den wollen wir hier einmal auf der Vorderseite dreimal hochsetzen. Hier hinten an der Ecke. Und dann würde ich mal sagen, nochmal zack nach vorne und dann können wir die Fläche hier einmal zuziehen. Jetzt sehe ich gerade, wäre nicht schlecht, wenn wir hier hinter unseren Treppen auch noch mal eine ja, orange Betonschicht einmal langziehen. Ja, sobald wir das haben, nehmen wir noch über unseren blauen Beton und setzen ihn noch hinten rauf. Da machen wir es eigentlich ganz einfach, dass wir das auch hier auf eine Dreierhöhe machen und dann können wir das eigentlich hier komplett einmal nach hinten ziehen und diese freie Fläche hier natürlich noch einmal ausfüllen. Andere Seite genau das Gleichspiel, einfach noch hier drei rauf und den nach hinten setzen. So, hier hinten ganz oben können wir auch nochmal einmal das Ganze lang sehen. Und dann bleibt noch eins übrig, dass wir hier oben das einmal komplett ausfüllen. Und hier ganz vorne setzen wir es auch nochmal zu. Okay. Sobald wir das Ganze haben, nehmen wir schon mal unsere steinzige Treppen. Die wollen wir einmal hinten platzieren, dass wir jetzt erstmal hier unten einmal unsere Treppen setzen. Darauf dann einmal eine ja, äh, Steinmauerschicht. Darauf können wir gerne jetzt schon ein paar Glasscheiben uns einmal setzen. Und ganz oben setzen wir auch nochmal unsere Treppen hin. Jetzt wollen wir noch einmal unsere polierte schwarze Stufe einmal nehmen. Die setzen wir hier vorne einmal rauf einfach so, zack, hier vorne in der Ecke einfach die Stufen hin. Und sobald wir das haben, kommen wir jetzt natürlich noch um unser ganzes Glas verbauen. Wir fangen am besten vorne erstmal an. Da mache ich mir einfach mal hier vorne in der Mitte zwei Blöcke hin. Hier an den Seiten machen wir auch nochmal jeweils einen Block hin. Und hier in die Ecke setze ich mir einfach eine Stufe. Sobald wir das haben, geht es jetzt hier weiter an den Seiten. Wir lassen einfach hinten, würde ich mal sagen, einen Block Platz lang, dann zwei Blöcke weg, wieder einen Block äh, Platz lassen und wieder zwei weg haben. So, da setzen wir gleich auch unsere Stufen einmal rein. Dann fliegen wir mal auf die andere Seite da lassen wir einfach mal einen Block Platz, schlagen hier drei weg, setzen natürlich unsere Stufen rein. Und dann lassen wir hier vorne, würde ich mal sagen, einmal eine Betonreihe Platz und schlagen hier zwei Blöcke weg und setzen hier auch nochmal unsere Scheiben einmal rein. Um weiterzubauen, holen wir uns jetzt mal ein bisschen Glas raus. Ich empfehle jetzt mal das blaue Glas, orange Glas und. Ja, helle, helle äh, Glasscheiben nochmal, also hellgraue. Sobald wir das haben, holen wir uns noch ein bisschen stolperdraht raus, ein paar Eisengitter, denn ein paar Knöpfe. Ich empfehle jetzt mal die Orangen wie die Weißen. Dann holen wir uns noch ein paar, oder ein bisschen schwarzen Teppich raus und den Neder-Siegelzaun. So, wir kommen erstmal zu unserem Glas. Das wollen wir hier vorne einfach mal in die Ecken platzieren. Ich sag mal blau zu blau, orange zu orange und grau zu grau. So, das rundet das Ganze hier ein bisschen in der Ecke ab. Machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite einfach hier unser Glas einmal reinhauen. Und sobald wir das haben, können wir jetzt schon mal, würde ich mal sagen, ein paar Eisengitter nehmen. Da mache ich mir hier vorne einfach mal ein paar ja, Seitenspiegel einfach mal rein von unserem Wohnmobil. Dann nehme ich mir noch ein paar Knöpfe. Die würde ich mir einfach mal hier noch so ein bisschen platzieren, dass ich hier ein paar Lichter habe. So, hier unten mache ich mir auch noch mal welche hin. Und den Stäubertrag will ich gerne als Türgriffe nehmen. Die mache ich mir einfach mal hier an den Seiten hin. Dann nehmen wir den schwarzen Teppich, platzieren den hier einmal oben drauf. Ne, vor unseren Stufen, die wir hier hatten. Und dann bleibt natürlich noch ein bisschen nederzige Zaun übrig. Und den wollte ich mir gerne als Leiter hier einmal platzieren. Hinten bei unserem Dreierfenster setzen wir den einfach mal hin. Das Ganze können, so können wir auch einmal gerne überstehen lassen hier von unserem Wohnmobil. Und dann nehmen wir noch mal ein bisschen blaues Glas und fliegen mal auf die eine Seite, wo wir, sage ich mal, hier, sage ich mal, unten zwei schwarze Stufen haben. Und hier beim dritten Block schlagen wir mal die zwei weg und setzen da einfach mal ein bisschen blaues Glas hin. Da wollen wir jetzt unsere Tür reinsetzen. Das heißt, wir schlagen mal unten die zwei weiteren Blöcke auch nochmal weg. Da könnt ihr gerne dann einfach mal die steinziege Treppen einsetzen Und darüber machen wir einfach mal, weil es hier passt mit diesen Orangen einfach noch ein bisschen halt den roten Sandstein und so am besten dass wir sag ich mal ups denn hier am besten so einen griff erhalten ne? wo man sag ich mal so anfassen könnte und um dann die tür aufzumachen ah, zu guter letzt holen wir uns auch ein bisschen poliert er an die raus davon noch mal die Treppe in. und ein bisschen hellgrüner beton denn jetzt kommen wir oben uns sage ich mal noch das da ein bisschen zu verschönern das heißt einfach mal wir nehmen einfach mal unsere treppen und ich platziere die jetzt hier auf der vorderseite einmal so umgedreht hier obwohl, ich glaube, es wäre erstmal besser, wenn wir, sage ich mal, mit den Stufen uns hier erstmal so ein Rechteck formen. Das mal setzen wir einfach mal hier oben rauf, so als Begrenzung mal für unser Dach hier oben. Einmal die Stufen hier einmal komplett so lang ziehen. So, dann können wir das viel besser frei haben. So, hier auf der Vorderseite, zack, setze ich mir nochmal so zwei Treppen hin. Die, sage ich mal, sich Rücken an Rücken hier einfach mal anlehnen. Hm... Dann gehen wir mal auf die Seite. Lassen einfach zwei Stufen hier vorne Platz. Bei der dritten setzen wir einfach so eine Treppe hin, die mit dem Rücken hier zur Mitte geht. Machen wir auf der anderen Seite genauso. einfach dann hier aber den drei Stufen mal Platz lassen. Hier beim vierten, zack, auch nochmal hin. Denn hier auf der Rückseite setzen wir einfach hier in der Ecke, dann, zack, so eine Treppe hin mit dem Rücken in die Mitte. Das machen wir hier auch nochmal. Und sobald wir das haben, würde ich mal sagen, machen wir die Mitte genauso, wie wir die vorne haben. Einfach hier, dann zack, zwei Treppen, Rücken und Rücken. Und auf der anderen Seite genauso, wie wir es schon haben. Also zwei Stufen hier Platz. Treppe so mit dem Rücken zur Mitte. Und an der Seite genau das gleiche Spiel. Jetzt kommen wir noch zu unseren hellgrünen Beton. Den möchte ich mir einmal auf der Vorderseite hier mal vier Stück platzieren. Auf der anderen Seite machen wir auch nochmal vier. Dann hier in der hinteren Ecke mache ich mir mal zwei hin. Hier ein und ein freilassen und nochmal zwei. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen dekorieren. Ich habe mir jetzt ein bisschen Blockmaterial rausgeholt. Ich möchte mir erstmal hier so eine kleine Antenne basteln. Dann nehme ich mir einfach ein bisschen ja, steinzige Mauern, setze mir hier so drei hin. Setzt mir da dann einfach oben einfach mal zwei umgedrehte Treppen hin. Darauf dann noch mal zwei normale. Dann da einfach eine Stufe ran. Und so formen wir uns, sage ich mal, hier so eine kleine Satellitenschüssel. Noch eine, ja, vorne hin. Geht da rauf und fertig. So, davon wollen wir jetzt auch ein bisschen Material noch nehmen, um hier das, sage ich mal, zu verschönern. Ich setze mir einfach hier so immer mal wieder ein paar Falttüren einfach mal hin. Mhm, obwohl Synchronbomben wäre doof. Wir machen mal hier zwei Falttüren hin. Da an der Seite platze ich mal mal ein bisschen Teppich. Hier machen wir mal ein paar Tageslichtsensoren einfach mal hin. Soll ja so ein bisschen die Technik darstellen. Ba, ba, ba. Ich setze mir hier nochmal einen Betonblock hin. So Sensor rauf. Pfeilt an den Seiten. So, wunderbar. Technik, die begeistert. So, hier mache ich mir noch ein paar Eisengitter einfach mal hin. So, vielleicht noch einen Knopf. Oben drauf habe ich immer gesehen, dass die noch einen Laser haben. Oder halt so eine Kanone. Die möchte ich mir einfach mal so ein bisschen darstellen mit Steintreppen. Davor setze ich mir einfach mal auch hier eine Stufe hin. Auf der Rückseite machen wir auch nochmal. Ups, so eine Stufe einfach mal hin. Dann setze ich mir einfach mal eine Buchsteintreppe hinten hin. Dann noch mal zwei Schmelzöfen so nach vorne. So am besten so, dass man das Gitter vorne nicht sieht. Dann nochmal einen Endstab vorne hin, ne so Eis. Na ja, das ist so ein bisschen so ein Laser darstellt irgendwie. Und dann wäre der auch schon fertig. Ja, und schon haben wir die Rostlaube gebaut. Ja, okay, da fehlt ja noch das Logo. Da nehmen wir einfach mal zwei Banner, Ein Banner, was man eigentlich mir so ein so ein, so, ein, so ein Dreieck einfach mal unten sich hier irgendwie bastelt. Und dann nochmal eins, wo man einfach sich einen Punkt in damit hinsetzt. Und wenn ihr die denn hier an der Seite, so neben der Leiter hier so ein bisschen übereinander platziert, dann haben wir auch so ein bisschen das Logo. Ne? So, so ein Raumschiff, könnte man ja sagen, ne? So ein bisschen mit Fantasie. Und natürlich kann man sich dann auch noch einrichten, wenn man möchte. Ne? Hier haben wir auch Ben. Hallo Ben. Ja, der fährt bestimmt wieder zu deinen nächsten Abenteuer. Und dann kann man sich hier, sag ich mal, so schön die ausdauer basteln. Hier auch ne, mit seiner kleinen Sitzecke. Natürlich hier auch wieder die ganze Technik, ne? Mit schönen Schränken, die ja alle verbaut sind. Ja, ja, so geht das. Und natürlich hier vorne, ich finde das eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wenn man sich hier zwei Faltlinien einfach mal aneinander macht. Dann hast du auch so einen kleinen... Schönen dicken Auto sitzt hier und dann kannst du noch länger dran basteln und dann geht's los hier. Wir sind am Ende angelangt. Jetzt steht unser Wohnmobil fertig. Kannst du hier natürlich noch ein bisschen in den Innen drin gestalten. Ansonsten stellst du in den Vorgarten, um dann auch da ein bisschen zu campen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß der Nachbarn und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.